Vor circa einem Jahr zog die Polizei Mönchengladbach in das neue Präsidium in Neuwerk. Nun zieht Polizeipräsident Mathis Wisselmann im Radio 90.1 Interview eine erste Bilanz. Das neue Präsidium sei modern und werde den neuesten Standards gerecht. Jedoch sei der neue Standort nicht optimal im Hinblick auf die Sichtbarkeit. Außerdem würden viele Kollegen aufgrund der neuen Lage morgens im Stau stehen. Der Polizeipräsident lobte jedoch die Möglichkeiten der kriminalistischen Untersuchung am neuen Standort. Für die Buchläden in Mönchengladbach wird es immer schwerer, mit der Konkurrenz aus dem Internet mitzuhalten. Nun muss der Buchladen Wackes an der Hindenburgstraße in diesem Monat schließen. Das Haus soll daraufhin abgerissen werden. Zudem verfügt der Buchladen über eine weitere Filiale auf der Keuschenbrücher Straße. Diese soll weiterhin betrieben werden. Vielen anderen Buchhändlern in Deutschland ergeht es ähnlich. Große Internetunternehmen wie beispielsweise Amazon zwingen die Läden oftmals zur Schließung. Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein bietet am 30. April ein Seminar zum Thema steuerrechtliche Rahmenbedingungen bei Minijobs an. Das Seminar soll die Teilnehmenden auf die Stolperfallen in Minijobs aufmerksam machen. Die Zahl der Minijobber ist in den letzten Jahren gestiegen. Bundesweit lag die Zahl der Menschen mit einem Minijob im Jahr 2018 bei 7,6 Millionen. Die Tendenz ist steigend.